Die Jury Spiel des Jahres hat entschieden. Das Spiel des Jahres 2019 heißt Das Autorenduo Ludovic Rudi und Bruno Sauter konnte sich mit Just One durchsetzen. Well, we are both, I said we because we are two game designers for this game, both super happy and super honored to get this prize today, because it's the achievement of a lifetime when you are a game designer to get the Spiel des Jahres. Although we are not German people, we are from France. Spiel des Jahres now is like an international brand, just like the Oscar for Hollywood. So it means a lot. It means a lot. Just One ist ein kooperatives Wortspiel. Ein Spieler kennt das gesuchte Wort nicht. Alle anderen schreiben jeweils geheim einen Begriff auf eine Tafel, um auf das gesuchte Wort hinzuweisen. Niemand darf ein Wort doppelt schreiben, weil wenn ich das Wort doppelt schreibe, scheidet es nämlich aus und der arme Rater muss dann nur noch, wenn man zu viert spielt, zu fünf spielt zum Beispiel, noch mit zwei Worten auskommen und das dann erraten. Das ist dann schwierig. Just One hatte zwei starke Konkurrenten. Wer Wörter ist ein Ratespiel mit verdeckten Rollen. Es gilt, das Zauberwort herauszufinden. Die Spieler stellen dem Bürgermeister Ja-Nein-Fragen. Dieser antwortet mit Hilfe von Plättchen. Die meisten sind Dorfbewohner und kennen das Zauberwort noch nicht. Die Seherin und der Werwolf kennen es aber schon. Während sie den Dorfbewohnern helfen will, möchte er das Erraten des Wortes verhindern. Beide müssen aber unauffällig bleiben, denn wenn einer der beiden nach Ablauf der Zeit von der gegnerischen Partei enttarnt wird, führt dies auch zur eigenen Niederlage. Der dritte Kandidat war Lama, lege alle Minuspunkte ab, vom Autor Rainer Knizia. Lama ist ein handliches Kartenablegespiel, bei dem jeder so schnell wie möglich seine Kartenhand loswerden möchte. Durch Passen steigt man frühzeitig aus der Runde aus. Dann erhält man allerdings Minuspunkte. Es gilt, das richtige Maß an Risiko zu finden. Die Jury-Spiel des Jahres bestand in diesem Jahr aus 10 Kritikerinnen und Kritikern, die in verschiedenen Medien kritische Rezensionen über Brettspiele veröffentlichen. Ein Jahr lang haben sie nach herausragenden Spielen gesucht, diese getestet, über sie diskutiert und sie bewertet. Wir haben ja eine sogenannte Shortlist, das sind dann die drei Spiele Rot, drei Spiele Anthrazit, Kennerspiele, Spiel des Jahres, also nach Farben sortiert. Und aus dieser Shortlist wählen wir als Jurymitglieder dann eins aus. Per Abstimmung, was die Mehrheit kriegt, ist es dann geworden. Und es war diesmal, glaube ich, gerade beim roten Spiel, also für mich war es wirklich die schwierigste Entscheidung, die man sich hätte denken können. Sonst ist es ja eher eine Floskel zu sagen, also vergesst nicht die nominierten Spiele und die sind eigentlich fast genauso gut. Aber diesmal waren diese drei roten Spiele, die sind wirklich alle drei so brillant, die hätten wirklich, also ich war bis kurz vorher war ich wirklich noch am Überlegen, was mache ich da? Was ist wirklich das Spiel, das mir da am besten gefällt, von dem ich glaube, es ist das beste Spiel, um für das Kulturgutspiel zu werben. Seit 2011 vergibt die Jury Spiel des Jahres auch das Kennerspiel des Jahres. Das Kennerspiel des Jahres 2019 heißt Flügelschlag. Die Autorin Elizabeth Hargrave konnte sich mit Flügelschlag durchsetzen. Really? It came out of a very specific conversation that I remember with a bunch of my friends that I play games with, wondering why are all of the games that we love about things that we don't care about at all. And so my brain just started working on how could I use some of the mechanics that we really like, but on a theme that is something that I love. In einem liebevollen Vogelsetting ist das Spiel ein eleganter Engine Builder. Vögel müssen angelockt werden und ihre Fähigkeiten gut kombiniert genutzt werden. Es ist gar nicht so kompliziert, es ist halt wirklich ein Kennerspiel, wo ich echt sagen kann, jemand, der wirklich jedes Jahr Spiel des Jahres gekauft hat, der könnte jetzt mal anfangen, auch mal Kennerspiel auszuprobieren. Und es war ja auch Staatsministerin Monika Grütters da, die sofort sagte, das will sie haben. Also sie fand das Thema so toll und es ist ja auch wirklich beeindruckend, wenn man es das erste Mal sieht. Auch in dem Bereich Kennerspiel des Jahres gab es 2019 starke Konkurrenz. Detective vom Autor Ignacy Trebicek ist ein Krimispiel. Kooperativ müssen die Spieler einen Fall lösen, der über mehrere Kapitel verläuft und jede Menge spannende Wendungen mitbringt. Das Spiel greift dabei auf eine eigens programmierte Datenbank zurück.
Das dritte nominierte Spiel ist Carpe Diem vom Autor Stefan Feld. Carpe Diem ist ein vielschichtiges Legespiel. Man hat in jedem Zug bis zu 8 Plättchen zur Auswahl. Dabei muss man stets die Wertung im Blick haben, die alle 7 Züge auf einen zukommt. Neben den nominierten und ausgezeichneten Spielen hatte der Jahrgang 2019 auch einige weitere herausragende Spiele, die es auf die sogenannten Empfehlungslisten geschafft haben. Die Empfehlungsliste ist dann auch noch eine Zusammenstellung von Titeln, die in gewissen Situationen auch noch mal eine Menge Spielspaß bedeuten. Ich sage ja, wir zeichnen das beste Spiel des Jahres aus. Und ich glaube, das können wir auch selbstbewusst so tun, weil es wird auch von vielen Menschen so anerkannt, dass es das ist. Aber ich weiß natürlich, es gibt gar nicht das beste Spiel. Wenn ich jetzt abends nach dem Bierkonsum oder vor dem Bierkonsum, ob ich mit 9 Leuten zusammensetze oder mit 3 Leuten, ob ich nur zu zweit bin vielleicht, ob ich viel Zeit habe, ob ich wenig Zeit habe, ob jemand da ist, der es mehr taktisch mag, mehr kommunikativ. Für jede Situation gibt es ja ein tolles Spiel. Das ist ja die klasse Situation. Das war sie also, die Spiel des Jahresverleihung 2019. Wir gratulieren allen Autoren und dem Verlag von Just One und natürlich auch von Flügelschlag, dem Kennerspiel des Jahres. Und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dem Beitrag, konntet so ein bisschen mitfiebern. Und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.